Mein Name ist Michael Stefanek. Ich bin 27 Jahre alt und Barista im Café Rossi in Bayreuth. Kaffee ist für mich mehr als Koffein, denn er bietet mir immer eine neue Herausforderung. Und ich habe für mich festgestellt, begegne ich dieser Herausforderung mit Leidenschaft, so entsteht etwas Besonderes. Und genau das ist es, was ich jetzt mit Ihnen teilen möchte. Der Espresso, den ich Ihnen mitgebracht habe, ist ein reiner Arabica-Blend. Er besteht aus drei verschiedenen Sorten. Der Hauptteil ist ein gewaschener Arabica aus Äthiopien, aus der Provinz Sidamon. Mit diesem Kaffee haben wir etwas Besonderes gemacht. Wir haben ihn auf zwei Stufen geröstet. Den einen Teil hell, den anderen Teil dunkel und erst anschließend mit sich selbst verbrennen. Das führt dazu, dass wir die wunderschöne, beerige Frucht des Sidamo erhalten, der Kaffee zum anderen aber einen sehr gehaltvollen Körper bekommt. Typisch für den Sidamo ist, wie Sie beim Espresso sehen werden, die relativ helle Crema, auch nicht sehr dick, aber mit einem leichten, rötlichen Stich. Unterstützt wird der Kaffee durch einen natural aufbereiteten Arabica aus dem Jemen. Und man merkt bei ihm eine leichte Schokonote. Abgerundet wird die Mischung durch einen ebenfalls gewaschenen Arabica aus Guatemala, aus der Provinz Sierra de las Minas. Es ist ein Estate Coffee von der Farm El Triangulo. Dieser Kaffee sorgt für die nötige Balance zwischen Körper und Frucht und rundet meinen Kaffee ab. Ich werde nun in der klassischen Reihenfolge beginnen, Ihnen zunächst meinen Espresso servieren, anschließend meinen Cappuccino und am Ende den Signature Drink. Miteinander verblendet. Die Bläschenbildung stammt vom Sidamo, den kann man einfach nicht bändigen. Bitte schön. Lassen Sie sich meinen Espresso gut schmecken. Sehr, ich werde nur den Cappuccino zubereiten. Einen herzlichen Applaus für Michael und für seine vier Espresso. Cappuccino werden Sie nun merken, dass die Säure des Espresso
beinahe verschwindet und wird zu einer schönen Süße. Bitte sehr. Er war grau. In 2x2 Cappuccini zubereiten. Zögern Sie bitte nicht mit dem Verkosten. Bitte schön. Einen Applaus für die ersten zwei Cappuccini von Cappuccino. Schön. Und der letzte Cappuccino von Michael. Dass es mein Cappuccino gut schmeckt, ich werde nur mit meinem Signature Drink beginnen. Als nächstes stelle ich einen Milchschaum her aus einer Tahiti-Vanillemilch, die ich vorhin vorbereitet habe. Hinzu noch etwas Milch und wieder den Brombeer-Muttersaft von eben. Ziehe ich nun vier Espresso aus.
Gebe nun meinen Sirup in ein Glas. Nun verteile ich etwas von meinem Milchschaum auf einen Dessertlöffel. Ziel meines Signature Drinks ist es, mit der bärigen Frucht des Sidermoos zu spielen. Gehen Sie nun bitte wie folgt vor. Nehmen Sie zunächst den Löffel mit dem Milchschaum in den Mund. Spüren Sie dann die Textur der Milch am Gaumen. Merken Sie ganz leicht das Brombeeraroma, das von der Vanille schön unterstützt wird. Anschließend schütten Sie bitte meinen Espresso auf den Sirup, rühren mit dem Löffel um und genießen auch diesen. Lassen Sie es gut schmecken. Großen Applaus, meine Damen und Herren. Abschließend möchte ich mich noch kurz bei den Personen bedanken, ohne die ich nicht hier wäre. Armin und Tom, vielen Dank für eure Unterstützung und euer Wissen. Annette, Kathi und Josh, danke für alles andere. Time. Das mit Schokolade probiert, ging gar nicht. Und dann eben mit einer Frucht und das hat toll geklappt. Ja, super. Bist du denn zufrieden mit deiner Performance? Ich weiß nicht, wie der Espresso rausgelaufen ist. Wenn ja, dann schon. Also es sah auf jeden Fall sehr gut aus, sehr souverän. Hast du schön gemacht. Danke. Noch ein paar großen Applaus, meine Damen und Herren. So, ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu den Informationen, die...